Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Ja, ich habe mir eine kleine Winter-Weihnachtspause gegönnt. Weihnachten, Silvester, einfach mal ein bisschen Pause gemacht, mal ein bisschen Abstand gewonnen, bisschen Zeit für mich genutzt. Ich habe auch sehr viel privat gezockt, das muss ich tatsächlich zugeben. Habe das einfach mal ein bisschen für mich genutzt und ja. Heute geht's endlich wieder weiter mit Guild Wars 2. Und wenn alles gut läuft, dann sollte auch wieder alles pünktlich kommen. Das habe ich zwar auch vor meiner Pause schon gesagt, aber vielleicht brauchte ich einfach diesen Abstand mal nach so vielen Jahren mal Pause zu machen. Aber da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls wollte ich nur ganz kurz sagen, YouTube war so cool und hat die Kommentarfunktion geändert. Es ist total klasse. Ich habe meine Kommentare. Ja, im Übrigen, bevor ich weitermache, wir erkunden jetzt einfach mal diese Map hier. Weil ich habe ja gesagt, ich will Map erkunden, wenn ich Deine Zeit ist erneut gekommen, wenn verlorene ich die eine Seele. Story beendet habe, will ich erst mal ein bisschen Map erkunden. Um gut zu kämpfen, muss man sich seines Körpers bewusst sein. Ihr müsst entspannt sein und euer Gewicht ausbalancieren. Soll ich euch zeigen, was ich meine? Ja, sehen wir doch mal. Oh, der ist ausgewichen. Wow. Okay, alles klar. Das so ist. Du mich als wirklich immobilisieren willst, machen wir es halt so. Jetzt ist mal Schluss hier. Zack. Ich glaube, es hängt. Ja, weicht ja jeden Scheiß aus. Hallo? Ist irgend so ein Trap-Waldi oder so? Sarai. Geh weg. Danke. So. Haben wir das auch? Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Braucht ihr Hilfe? Nein, okay. Was wollte ich sagen? Genau, so, YouTube hat die Kommentarfunktion geändert. Das ist eine sehr, sehr ärgerliche Sache, weil ich habe normalerweise immer die Glocke benutzt. Falls ihr YouTube im Browser verwendet, könnt ihr die Glocke oben rechts im Eck sehen. Damit konnte man Kommentare super beantworten. Weil die halt schön chronologisch, wie sie reinkommen, da angezeigt wurden. Da gibt es zwar auch eine Kommentarseite, wo man das auch machen kann. Aber da gibt es einen kleinen Unterschied, dass bei der Glocke auch Antworten auf Kommentaren chronologisch da reingepackt wurden. Das ist auf der Kommentarseite Ich nicht so. Wenn bin er da auf einen mächtig. Kommentar vor 2, 3 Wochen antwortet, dann wird er dadurch nicht weiter oben angezeigt, sondern er bleibt da unten irgendwo in der Pampa verschwunden zwischen all den anderen Kommentaren, die vor 2, 3 Wochen waren. Und das macht das Ganze, sag mal, ein bisschen schwierig. Und das ist insofern für mich ärgerlich, wenn er jetzt, wie gesagt, auf einen Kommentar antwortet, der schon etwas älter ist. Dann kriege ich halt eine E-Mail und ich habe es halt immer so gemacht. Ich habe mir die E-Mail kurz durchgelesen, meistens am Handy, je nachdem, habe die E-Mail dann gelöscht und dann bin ich hergegangen und habe halt, wenn ich dann die Zeit gehabt habe, die Glocke durchgearbeitet. Da die Glocke jetzt aber nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll, geht das nicht mehr. Das heißt, ich hebe jetzt wieder die E-Mails auf und gehe dann anhand der E-Mail die Kommentare durch. Dauert ein bisschen länger, aber momentan haben Kommentare ja eh generell ein bisschen länger gedauert. Für mich ist es halt ärgerlich, weil es das einfach alles jetzt ein bisschen noch mehr verlangsamt und das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sie die Glocke wieder so ändern, wie sie vorher war. Ja, das wollte ich euch nur kurz sagen, wenn also ein Kommentar von euch noch nicht beantwortet wurde. Dann Ich hängt bin das vielleicht schnell damit wieder zusammen, weg. dass die Glocke, wie gesagt, umgestellt worden ist. Sag mal, wo ist denn das? Ach, da vorne. Das ist so ärgerlich. Warum machen sie das? Jetzt, wenn man auf die Glocke klickt, werden zwar schon Kommentare auch angezeigt, aber nur noch eine bestimmte Menge. Und dann, wenn es über die Menge hinausgeht, werden die von hinten weg einfach weggeschoben. Das ist total dämlich. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vorher war es halt so, dass die Kommentare, die du beantwortet hast, sind halt dann einfach nach unten hin verschwunden. Jetzt verschwinden sie von selber. Tja, was soll ich da dazu sagen? GG YouTube, habt ihr gut gemacht. Ich bin begeistert. Das ärgert mich, weil für mich war es eigentlich immer sehr wichtig, alle Kommentare zu beantworten, auch wenn ich in letzter Zeit geschludert habe. Aber wie gesagt, das lag einfach daran, dass ich einfach diese Auszeit gebraucht habe. Damit einfach die ganze Freude am Let's Playen wieder zurückkommt. Also nicht, dass die Freude nicht weg, die war nicht weg, aber der Antrieb, einfach sich jetzt hinzusetzen und aufzunehmen, war einfach kleiner als der Antrieb, jetzt irgendwas anderes zu machen. Ja, bisschen blöd.
kann das schwer erklären. Ich Let's Playe nach wie vor unheimlich gerne. Aber irgendwie setzt man sich dann hin, denkt sich so, oh, das mache ich morgen früh. Dann stehe ich aber doch in der Früh wieder nicht auf, denke mir, ah, jetzt habe ich nicht mehr die Zeit dafür, das für heute noch aufzunehmen. Ja gut, dann nehme ich heute Abend auf, dann fällt die Folge heute auf. Ja, wollte ich Abend aufnehmen, wieder ausgefallen. Das ist ein bisschen verhext gewesen in der letzten Zeit. Wenn man wieder so ein bisschen Antriebsloch hat, ist das leider nicht so einfach. Das ist sehr schade. Versuche das momentan wieder in den Griff zu kriegen. Warte mal, das ist eine Heldenherausforderung, die man channeln muss? Oder ist das eine Heldenherausforderung? Wenn das eine Heldenherausforderung ist, die man channeln muss, dann haben wir ein Problem. Weil hier kriegen wir konstant Schaden. Diese verfallene Ruine ist alles, was von einer uralten Wachpostenstatue übrig geblieben ist. Sie könnte noch immer uralte Kräfte beherbergen. Befreit sie. Okay. Tot, gut, alles klar. So, Verwundbarkeit drauf und gib ihm. Sehr schön. Ging ja leichter als erwartet. Wir können weiter skillen. Und zwar können wir Nichts kann euch retten erlernen. Das ist ein Kampfschrei. Verursacht Schaden an Gegnern um euch herum und verwandelt ihre Segen in Verwundbarkeit. Eure Angriffe können für kurze Zeit nicht geblockt werden, wobei die Dauer sich für jeden Gegner, den ihr trefft, verlängert. Das ist ein sehr, sehr cooler Kampfschrei. Allerdings ist das etwas, ja, weiß nicht, im PvE kann man den vielleicht nicht ganz so gut brauchen. Aber gerade wenn ihr als Bersi gegen andere kämpft und wenn da ein Guard gerade am Blocken ist und ihr spielt halt als Power-Necro gegen den Guard, dann zieht ihr einfach den Spaß hier durch und hat er Verwundbarkeit drauf und zeitgleich kann er auch nicht blocken. Perfekte Mischung eigentlich. So. Was bist jetzt du hier für ein Hübscher? Ui! Oh, shit. Ja, merkst auch, dass du bereit bist. Hat wehgetan. Das ist das, was ich meine. Manchmal wäre ein bisschen mehr Defensive geil. Yo! Ah, ich hasse die Viecher im Ohr. Ich bin zu dumm zum Kiten. Ja, aussagen kann ich den nicht. Mache ich zu wenig Schaden. Wäre schön, wenn ich den noch töten könnte. Es ist auch kein anderer Mob in der Gegend. Schade. Dass ich gesagt hätte, so, dass ich einen anderen Mob nutze, um da dann zu rallyen. Ah, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der so derbe reinhaut. Ei. So hart gefailt. So hart gefällt. Naja, passiert. Ich sage ja, das Bild ist aber auch nicht perfekt. Da muss noch viel geändert werden. Die ein oder andere vielleicht minimale defensive Sache vielleicht noch rein. Das heißt nicht defensive, aber so eine Sache, wo ich sage, okay. Ich bin mächtig. Ich kann mich damit rausziehen, wenn alle Stricke reißen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Hi. Nadie. Patsch. Und tschüss. Ja, ich würde sagen, wir erkunden die Karte hier. Und dann schauen wir mal. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir warten sollten mit der Living Story, bis sie komplett released ist. Weiß noch nicht, was ihr dazu sagt. Aber sagt, nee, Julia, fang sofort an damit. Aber der Vorteil wäre halt, wenn wir so lange Karte erkunden, dann haben wir bis dahin vielleicht auch wirklich genügend Heldenpunkte über, um den Schnitter endlich komplett fertig zu skillen. Weil wir haben ihn ja immer noch nicht komplett geskillt. Ich weiß gar nicht, haben wir mittlerweile alle Trades? Nein, sieht er? Uns fehlen die letzten Trades auch immer noch. Also von daher. Mal gucken, ob wir irgendwann mal mit der Conny Necro auch mal eine Folge aufnehmen. Eigentlich. Sag mal. Was willst du überhaupt? Da hinten kommt auch nochmal einer angerannt. So, weg mit dir. Ach, hier geht's hoch. Die haben sie echt drauf hier, die Viecher, ey. Komm her. Gebe ich dir eine. Hier rein. Weg mit dir. Und tschüss. Wir haben ein verpacktes Geschenk bekommen. Ich bin begeistert. Die ich immer schon mal haben. Dann gehen wir mal hier rüber.
So. Das ist nicht die Stelle, wo ich damals immer versucht habe, darüber zu springen, als ich das erste Mal Guild Wars gespielt habe. Den Weg einfach schlichtweg nicht gefunden. Ich war einfach zu doof dafür. Geringer Feuerelementar. Diese alte Waffe war lange Zeit unberührt. Versucht sie zu nehmen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Na, nice. Ja, das sind auch wieder so Leute. Ich meine, ich habe kein Problem gegen den, aber theoretisch hätte da schon schnell mithelfen können. Aber ich hatte ja kein Problem damit. Ich bin schnell wieder. Oh nein, ich habe aus Versehen das Siegel durchgedrückt. Auf welcher Taste habe ich? Wo zur Hölle habe ich V liegen? Ah, ich weiß warum. Weil ich danach. Ich habe die 6 in die 7 gedrückt, oder? Das muss die 7 gewesen sein. Hab das ja umgeändert. Lass uns mal dahin porten. Seltsam, seltsam. Da unten ist noch eine Heldenherausforderung. Warte mal. Das, denke ich, ist ganz schön, mal hier ein paar Heldenherausforderungen mitzunehmen. Wäre nicht noch Buff-Food. Das sollten wir für wichtige Sachen aufheben. Das bisschen, was ich noch habe. Ah, so gut wie kein Buff-Food mehr. Muss ich auch irgendwann mal Neues kaufen. Ja, Bild und so weiter irgendwann mal nochmal überdenken, was Power-Necro und Co. angeht. Es ist halt sehr schade, weil halt kaum jemand Power-Necro spielt. Das ist unheimlich schade, weil Power-Necro macht halt schon unheimlich viel Spaß. Gerade auch im PvP macht Power-Necro so viel Spaß. Aber ist halt leider in mancherlei Hinsicht den Leuten ein bisschen unterlegen. Das ist sehr schade. Die müssen ja nicht überlegen sein, aber unterlegen ist halt auch nicht toll. So, was willst du von mir? Verwundbarkeit drauf und ein Wirbler. So. Trotz der Allgegenwart von Seitans Verderbnis spiegelt sich in dieser Statue die Liebe derer wieder, die sie errichtet haben. Die Luft ist erfüllt von dieser verborgenen Kraft. Mit diesem Ort der Macht in Verbindung treten. Mal gucken, ob es geht, weil wir kriegen hier, glaube ich, wir haben ja hier den Debuff drauf. Aber nur die Heilungsfertigkeiten sind, okay, reduziert. Ja, dann geht's ja. Wir haben noch ein paar Heldenherausforderungen hier auf der Map. Wir holen uns jetzt erstmal die Wegmarke. Wer bist du denn, Taktikerin? Lystratia. Was hast du denn? Kämpf tapfer. Bombardement-Zielmarkierung. Ja, ich bin begeistert. Ist das so wie das da? Der. Ja, man kann hier. Das ist, aber es nutzt keiner. Ich nutze es ehrlich gesagt auch nicht. Weil, guck mal, ich mache jetzt kurz so. Das ist gleich wieder weg. Das ist so schnell, kann nicht jeder reagieren. Dann, nee. Die Idee dahinter war ganz nett, das zu verwenden. Steht dann auch im Chat, bla bla bla, hat irgendwie, will, dass du dem hilfst oder so. Dass auf der Karte halt vielleicht noch gezeigt werden würde, das wäre noch ganz nett. Ach, guck mal, da ist der Lars. Ernsthaft. Moment. Wow, Lars, wow. Willkommen in der Aufnahme. Ah, shit. Oh, hi. Das ist erfrischend. Der verfolgt uns. Soll er erstmal die Wegmarke mitnehmen? So, komm, wir machen das Event jetzt mit hier. Wenn wir schon da sind. Wollen wir das schon mal machen. Oh, und alle schön zusammengepult. Das ist doch toll. Zack.
Wenn der Stab halt nicht so hart useless wäre. Naja, er ist es nicht, aber irgendwie auch schon. Bin immer wieder am Überlegen, ob ich ihn im PvP nicht einfach komplett raushaue, weil ich einfach nicht verstehe, warum im PvP so eine große Rolle spielt. Weiß nicht. Wir heilen die Einwesen. Ja, du kannst so ein bisschen Kondis glänzen damit. Du kannst so ein bisschen... Du kannst alles Mögliche damit tun, aber... Trotzdem. Weiß nicht. Das ist halt wunderbar, da kannst du halt deine Brunnen reinklatschen und dann kriegen die alle Schaden und du kriegst jede Menge Loot. Sonst wirbelt man zwischendurch mal durch. Alles ist klasse. Oh, guck mal, da haben wir T6-Material bekommen. Das ist doch schön. Sprecht. Sprecht. Können wir da auch... Da, helft dem! Was sieht das Symbol auch kaum? Bin schnell wie der Wind. Ich wähle dich. Oh, es hat jemand einen Goldie im Chat gepinkt. Ich bin begeistert. Er hat einen Goldie bekommen. Wow. Wir haben eine Geisterscherbe gekriegt. Ich habe schon wieder so viele Geisterscherben. Ich muss die demnächst mal wieder umsetzen. Tot. Kann der Geisterscherben wunderbar nutzen, um halt auch ein bisschen Gold draus zu machen. Diese Rose hat eine wunderbare Kombination. Ein bisschen. Kommt halt immer drauf an, was man macht. Wie viel Geduld man hat. Je nachdem kann man mehr oder weniger Gewinn draus ziehen. Es gibt halt sehr, sehr viele Rezepte, was man halt mit Geisterscherben anstellen kann. Elendige Unholde. Ab und zu nehme ich mir die Zeit und mache da ein bisschen was draus. Versuche halt jetzt gerade alle möglichen Skills zu machen, die halt so viele Gegner wie möglich antaggen. Damit wir hier auch so richtig schön viel an Zeugs bekommen, weil, wie wir sehen, ich habe mein Inventar heute aufgeräumt. Das war bis hierhin. Und jetzt haben wir schon wieder jede Menge Zeugs hier. Gut, ich habe auch Materialien zusammenbekommen, zugegeben. Sollte halt versuchen, hauptsächlich die Sachen zu nutzen, die halt wirklich mehrere... Guck, da, sowas hasse ich. Da kommt ein Waldi und pustet den weg. Ich meine, gut, ich habe den auch hergezogen, aber da war ja auch der ganze Schaden. Sowas finde ich immer total schade. Event erfolgreich, yay! Verstandene klatschen. Da. Batsch. Hey, der hat mich geschubst. Was fällt denen ein? Das ist erfrischend. Da überall noch ein bisschen Schaden reinhauen. Spürt meinen Zorn. Spürt meinen Zorn. Ja, ja. Verwundbarkeit drauf. Haben halt den Point hier auch mitgenommen. Muss mal gucken, ob ich den Brunnen-Cooldown drin habe, aber ich glaube nicht. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Trade-Line habe. Ich muss die Trade-Lines vom Necro echt nochmal ein bisschen näher angucken. Aber das Schöne daran ist... Oh, jetzt dürften sich die da hinten wieder verziehen, oder? Ja, schade, da waren gerade so viele Gegner. Da wir ja jetzt gerade relativ viel an Buffs zusammenbekommen... Dürften wir... Oh, shit! Oder Schleier der Lebensretter. Ah, ist nicht die geilste Idee, das Pad dann zu nomsen, aber muss das sein. Wo ist jetzt eigentlich der... Da ist er. Oh, gut, schade. So, Verwundbarkeit drauf. Du wirst wieder mit. Komm zu mir, meine Schöpfung. Rennt halt rum. Ich gebe dir ein Ziel. Warte mal, ich habe ja hier noch ein Zizifig. Nee, die versuchen das... Wow, kacke. So ein Viech da hinten zu legen. Ich bitte um Unterstützung. Dankeschön. Thanks. Das Schöne ist... Können wir mal gucken. Können wir noch ein bisschen Buffs zusammenkriegen. Ja, außer Eile, Wut und Might. Wow, haben wir momentan nicht mehr. Schade. Also dann sieht man halt mal, welche Damage-Zahlen da kommen. Aber wir haben nicht so viel an Buffs gerade. Sowas wie Grace of the Land oder so. Noch ein paar Stacks wären schon ganz nice. Es macht unheimlich Spaß, meiner Meinung nach. Wenn man zwischendurch auch mal... Wow!
und zwischendurch auch mal die ein oder andere Runde mit einem Heal-Dudu oder so in solche Runs geht. Geschützt. Macht erstaunlich viel Spaß. Meine Gerechtigkeit. Boah, das one-shottet einen hier, ey. Heißt der Pokebox? Das wäre ein lustiger Name. Wow. Geh weg. Tut's weh. Bleib mir fern. Mal nochmal C10. So, und jetzt auf die 9 hier. Das Viech aus dem Leben, danke. Mit dem Tod des Priesters ist auch der Energiefluss zu der Statue hinter uns versiegt. Dann gehört der Altar nun die dem Pakt. Okay. Dann schauen wir mal. Kommunizieren. Eine vom Meer abgeschliffene Skulptur des Kriegsgottes Balthasar wacht immer noch mutig und erhaben über das verdorbene Gebiet. Wie Glut, die nicht erlöschen will, wird die Statue von einer brennenden Energie umgeben, die sich trotz all der Jahre nicht verbraucht und verändert hat. Okay. Holen wir uns das noch? Ah, haben aber leider noch nicht genug, um das nächste zu skillen. Schade. Ja, dann würde ich sagen, war's das aber auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.